dass es immer wieder durchgeht. Und doch ist genau das der Fall, denn leider, ich habe das schon oft erklärt, ich erkläre es ja auch noch mal gerne, es kann keine individuellen Verfassungsklagen gegen diesen Vorgang geben. Es wird auch keine Organklagen gegen diesen Vorgang geben. Es gibt nur die sogenannte Normenkontrollklage, die abstrakte Normenkontrollklage, die nur eine Fraktion im Bundestag machen kann und auch nur dann, wenn sie 25% der Mitglieder stellt. Deshalb war diese Abstimmung so wichtig. Wir haben sie gemacht am 15.12.23 und Sie sehen ja das Ergebnis. Wir waren die Einzigen, die dafür gestimmt haben, alle anderen dagegen, obwohl die Union explizit, expressis verbis, sagte und sagt, ja, höchstwahrscheinlich ist das verfassungswidrig. Wir haben aber keinen Kläger, keinen Richter. Die einzigen Advokaten, die sich für sie einsetzen, sind wir. Man kann da wirklich nur sagen, das kann alles weg. Die Union muss massiv runter im Jahr 24, um diesen Ausblick zu wagen. Die FDP sollte in den Umfragen unter 5%, in ostdeutschen Ländern weit unter 5%, das wird auch geschehen. Die Linke müsste raus, die Grünen können unter 5% in ostdeutschen Ländern und die SPD wird nahe an 5% kommen in den ostdeutschen Ländern und im Bund nahe an die 10%, das sage ich voraus. Liebe Klartext-Freunde, es ist Dezember, Ende Dezember 2023. Die Themen, die uns in diesem Jahr begleitet haben, die Sie begleitet haben, die uns im Bundestag begleitet haben und die damit leider auch Deutschland begleitet haben, sei es Schuldenbetrug, Energiedummheit, Ukraine-Verbrechen, möchte ich fast sagen, Immigrationsirrsinn, Sie werden uns auch in 24 begleiten. Das ist leider jetzt schon absehbar, machen wir deshalb einen gleichzeitigen Rück- und Ausblick um diese Jahreszeit. Stichwort Ukraine. In der letzten Sitzungswoche des Bundestags 23 haben wir nochmal einen Antrag eingebracht. Aus aktuellem Anlass, die Beitrittsverhandlungen der EU mit der Ukraine zu beenden. Gar nicht erst zu starten. Und der Irrsinn ist ja nun gestartet. Frau von der Leyen hat ihn gestartet. Die Deutsche, die ganz sicher keine Politik im deutschen Interesse macht in Brüssel. Und natürlich gleich sekundiert von all den, ach so, ja, erweiterungsfreundlichen, EU-freundlichen und letzten Endes natürlich auch ukrainefreundlichen, vorgeblich ukrainefreundlichen Menschen in unserer Regierung hier. Hinzu kommt, dass man natürlich auch Waffen liefert, weiterhin Waffen. Auch dagegen haben wir uns wieder mal ausgesprochen. Und wir haben uns natürlich auch wieder mal ausgesprochen gegen den jetzt schon von Olaf Scholz versprochenen Wiederaufbau der Ukraine. Jenseits aller moralischen Debatten ist das natürlich alles finanzieller Wahnsinn. Der Krieg ist schon unglaublich. Die Kriegsbeteiligung in einem Krieg, der nicht der unsere sein soll. Ich sage das seit Jahr und Tag. Es bleibt dabei. Es ist immer noch nicht unser Krieg. Weder nach irgendwelchen völkerrechtlichen oder vertragsrechtlichen Vorgaben, Bündnisverpflichtungen, noch aus moralischen Gründen. Das ist einfach nicht so. Egal, wie man es nun völkerrechtlich behandelt. Und selbst wenn man es moralisch irgendwie anders bewerten würde, am Ende gibt es auch eine deutsche Interessenlage, die nur irgendwie keinen mehr interessiert. Und die ist ganz sicher nicht die Beteiligung an diesem Krieg, die Waffenlieferungen dorthin, die Wiederaufbauversprechungen, die jetzt schon gemacht werden, oder gar ein Beitritt der Ukraine zur EU. Und das sage ich auch ganz bewusst an diejenigen, die sagen, hier würde unsere Freiheit verteidigt. Nein, sie wird dort nicht verteidigt. Es ist einfach nicht so. Es ist absurd zu glauben, dass, wie es Herr Pistorius vor wenigen Tagen dargestellt hat, schon mit irgendeiner Kristallkugel, die er offensichtlich besser hat als alle Menschen im Kalten Krieg, 50 Jahre oder 70 Jahre vor ihm. Wir haben noch 5 bis 6 Jahre, bis Russland Europa überfällt. Das sind ja die Sprüche, die jetzt schon wieder kommen. Und da kommt mir dann doch wieder Erich Maria Remarques Satz in den Sinn. Ich dachte immer, jeder Mensch sei gegen den Krieg, bis ich herausfand, dass es welche gibt, die dafür sind. Besonders jene, die nicht hingehen müssen. Unser lieber Verteidigungsminister muss ganz sicher nicht hingehen. Und er wird auch höchstwahrscheinlich, wenn sich diese Frage stellt, und sie wird sich nicht stellen in dieser Form, wie er sie ankündigt, weder jetzt noch in 6 Jahren, irgendwie noch der amtierende Befehlshaber der Bundeswehr sein. Das wird er schon 2025 nicht mehr sein, das ist sehr sicher. Da kann sich die SPD auf den Kopf stellen. Aber das ist eine andere Thematik. Jedenfalls dieses ganze Moralgesülze und auch die Sprüche. Das sage ich auch in meine eigene Partei hinein. Wehrpflicht jetzt. Es ist absurd, jetzt die Wehrpflicht zu fordern.
fordern, auch wenn wir das grundsätzlich, ganz grundsätzlich für richtig halten, in einem souveränen Staat, der wir nicht im Moment nicht sind, mit einer souveränen Armee, die wir nicht haben, mit einer funktionierenden Armee, die wir natürlich auch nicht haben, irgendwie Wehrpflicht, sollte Kanonenfutter heranzuziehen. Nein, nicht für Elitenkriege, globalistische Elitenkriege, die nicht unsere Kriege sind. Die Frage stellt sich einfach im Moment nicht. Wir haben ganz andere Sorgen. Hier ist die Diplomatie gefragt zurzeit und nicht die Aufrüstung. Das nächste Thema, auch das ging immer noch nicht und deshalb ein sehr schöner Cartoon, ich weiß nicht von wem. Come on Corona, stay with us. Verzweifelt versucht der Impfclown, wie er manchmal bezeichnet wird, nicht von mir natürlich, das würden böse Zungen munkeln, dass der Impfclown genau das sagt. Come on Corona, stay with us. Ich habe jetzt keinen Namen genannt, aber Sie können sich vorstellen, wer das ist. Und es ist nicht nur er, sondern es ist die ganze Pharma-Lobby hinter ihm, die unglaublich viel verdient hat. Und die hat zurzeit nicht mehr so viel verdient. Man sieht es am Aktienkurs von BioNTech. Er war nur hochgehypt in den Impfjahren und ist jetzt erstmal ins Bodenlose gestürzt, da wo er hingehört, wo er unbedingt hingehört. Immer noch passt dieser Cartoon, den habe ich auch schon mal gezeigt, ein maskenbewehrter Bundesadler mit Impfe im Flügel, mit der Ukraine-Flagge auf der Brust und das Ganze noch woke und bunt. Die Maskenpflicht wird vom Impfclown und seinen Leuten auch schon wieder in allen Bereichen eingeführt, erzwungen, jetzt schon. Es ist wieder soweit, in allen Bereichen, in denen er irgendwo Zugriff hat. Und er hat leider Zugriff in den Krankenhäusern selbst schon erlebt, war gerade wieder in einem Krankenhaus zu Besuch. Es wird wieder erzwungen, wieder alle Ratio. Wir sind wieder soweit. Die Lügen sind auch wieder soweit. Die wenigen Wahrheiten, die einmal im Öffentlich-Rechtlichen durchgeschimmert sind, in einer MDR-Sendung neulich, DNA, zu viel DNA, Fremd-DNA, die nichts zu suchen hat, in den Impfserien. Das darf nicht sein. Und das kam auch in dieser MDR-Sendung, ausnahmsweise mal ein Hauch Wahrheit, man hat trotz Anfrage bei über 20 oder 50 Laboren kein einziges gefunden, kein einziges, das bereit gewesen wäre, diese relativ einfachen Tests, da ist DNA, die da nicht hingehört, also nicht etwa RNA, sondern DNA, zu überprüfen. Und das sagt doch schon unglaublich viel. Kein Labor in dieser totalitären, an der Stelle Republik, traut sich, Dinge zu verifizieren, die gegen das offizielle Regierungsnarrativ und gegen das Impfnarrativ laufen. Und das ist ja eigentlich auch schon die Antwort. Wenn sich kein Labor traut, dann ist es völlig klar, dass diese Ansage wichtig ist. Es ist inzwischen auch unabhängig validiert. Völlig klar, diese DNA gehört da nicht hin. Und nachdem sie in Nanolipiden verpackt sind, besteht halt doch eine zumindest theoretische Gefahr, dass diese Dinge das Erbgut verändern. Genau das, was nicht hätte sein dürfen, das ist noch kein endgültiger Beweis, aber die Tatsache, dass es nicht überprüft werden darf, spricht ja schon Bände. Und selbst diese Erkenntnis, Labore machen das nicht, die in diesem MDR-Bericht eindeutig drin kam, wurde nun zensiert. Der MDR-Bericht selbst wurde aus der Mediathek genommen. Aus der ARD-Mediathek ohne weitere Begründung. Ups, es ist ein Fehler passiert, werden Sie jetzt erreichen, wenn Sie auf den Link klicken. Ich habe das selbst in meinem Kanal verlinkt, Telegram oder auch Facebook. Wir verlinken Sie ihn hier auch nochmal. Klicken Sie einfach mal rein. Dieser MDR-Link ist jetzt tot. Wahnsinn. So weit geht die Zensur inzwischen. In den USA wird unterdessen eine Übersterblichkeit seit 2021 eindeutig statistisch nachgewiesen. Und deshalb ist es jetzt nicht mehr so abwegig, wenn man diesen alten Cartoon wieder mal rausholt. mRNA, was bedeutet das eigentlich? Müssen Renten nicht auszahlen. So abwegig ist es nicht mehr. Auch das war natürlich Verschwörungstheorie. Wir sind nahe dran, auch wenn ich es jetzt noch nicht endgültig sagen kann, an der verifizierten Tatsache aus der VT. Verschwörungstheorie wird die verifizierte Tatsache. Noch nicht ganz, aber es ist viel, viel mehr als eine Verschwörungstheorie. Es ist eine sehr valide These, die endlich überprüft werden muss und die Täter verunmöglichen es. Andere Baustelle, ganz andere, harter Cut, aber auch das ist Bundestagsalltagsbrot. Es wird ein bisschen Demokratie gespielt, ein bisschen direkte Demokratie im Bundestag. Seit einigen Wochen jetzt zum ersten Mal ein sogenannter Bürgerdialog, der letzten Endes ein Pseudo-Parlament ersetzen soll. Pseudo-direkte Bürgerbeteiligung. Und es ist genau das passiert. Wir haben es inzwischen einfach erlebt. Die Bürger, die da eingeladen wurden, haben es erlebt. Die Moderatoren dieser Veranstaltung sind nicht neutral. Die Hauptmoderatorin Jana Peters beim ersten dieser Bürgerdialoge im Dezember 2023
war eine ehemalige Bundestagskandidatin der Grünen, was auch sonst. Die Tischassistenten haben alle Verbindungen zur Klimasekte der letzten Generation und schließlich sind sie immer, und das war völlig klar, politisch einseitig und damit ist das natürlich keine ungesteuerte parlamentarische Debatte. Das Ganze ist eine Alibi-Veranstaltung der Ampel in jeder Hinsicht. Im Hintergrund, auch das habe ich vorausgesagt, der Verein Mehr Demokratie, der nicht zufällig natürlich hier ausgewählt wurde, der eigentlich Weniger Demokratie e.V. heißen müsste, hat eindeutig eine glasklare linke Schlagseite. Er bringt das in alle diese Moderationsversuche mit rein. Die Ampel schafft es in keiner Weise hier auch nur ansatzweise Neutralität herzustellen. Die Bürgerräte sind eine reine Alibi-Veranstaltung der Ampel. Und wir brauchen halt keine solchen Alibi-Parlamente. Wir brauchen echte Demokratie, wenigstens im Parlament, im repräsentativen Parlament, aber bei wichtigen Fragen eigentlich in Form von echten, ungesteuerten, einfach nur Bürgerabstimmungen, Referenten. Und das wird natürlich nicht zugelassen. Das ist der Grund, warum Bürgerdialoge als Ersatzveranstaltung herhalten, die was völlig anderes sind. Hier wiederholt sich dasselbe miese Spiel, mit dem auch ARD und ZDF es immer wieder schaffen, zum Beispiel bei Straßeninterviews irgendwie zufällig vorbeikommende Passanten anzusprechen und dann rein zufällig irgendwie immer auf Anhänger oder Zuarbeiter oder Politiker der Grünen und der SPD zu treffen. Das ist alles das, was hier passiert, immer wieder. Und wir haben inzwischen auch klare Belege. Deshalb waren wir auch immer dagegen im Bundestag, gegen diese Scheinparlamente. Und Sie können darauf warten, irgendwann kommt eine Empfehlung raus von diesem Scheinparlament, vollkommen zu 99% geschrieben von Vollprofis aus diesen Lagern, aus diesen NGO-Lagern, die nur kaum noch kaschiert sind. Und das wird dann im Bundestag vorgelegt. Schaut her, Vox Populi, Vox Dei, die Stimme des Volkes ist die Stimme Gottes, nun segnet das noch ab im richtigen Parlament, im Bundestag. Es wird kommen dann werden wir natürlich auch wieder dagegen sein, aber Sie müssen auch dagegen sein. Sie müssen Ihre direkten Einflussmöglichkeiten einfordern. Noch andere Baustelle, aber auch im Dezember im Parlament gelaufen. Es gibt eine Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau von der ehemaligen linken Fraktion, die von keiner linken Fraktion mehr gestützt wird, weil es keine linke Fraktion mehr gibt. Aufgelöst. In Umfragen sind die Linken noch bei 2%, Sarah Wagenknecht bei 1-2% und damit ist natürlich nicht ansatzweise auch ab nach 25 noch irgendwo eine demokratische Legitimation und eine Fraktion der Linken oder einer Sarah Wagenknecht im Bundestag erkennbar. Und Petra Pau, die sich zu der Urlinken bekennt, zu der Ur-SED, auch lange Zeit schon in ihrem Leben vor 1989 SED-Mitglied war und natürlich institutionenidentisch bis heute in der institutionenidentischen Linken, also in der SED Mitglied ist, wurde nicht abgewählt. Obwohl die Geschäftsordnung des Bundestages exakt das vorsieht, wir haben also jetzt die absurde und paradoxe Situation, dass eine Fraktion, keine Fraktion mehr, eine Vizepräsidentin von einer amtiert, obwohl sie nicht mehr von einer tragenden Fraktion getragen wird, von der Linken. Das geht nicht. Und umgekehrt gibt es eine legitime Fraktion, nämlich die AfD, die keinen Vizepräsidenten stellen darf. Das sind also die Spezialdemokraten im Bundestag. Und das Faszinierende ist, dass diese SED-Frau, die auch beileibe in keiner Weise immer irgendwie neutrale Sitzungen geleitet hat, von allen, fast allen ihren Kollegen im Präsidium gestützt wurde. Frau Baas, amtierende Präsidentin des Bundestages, saß demonstrativ in der letzten Reihe, noch vor der allerletzten Reihe, in der Frau Pau zurzeit sitzen muss, weil sie nur noch fraktionslos ist im Bundestag. Demonstrativ so, wir gehören zusammen. Ich unterstütze die SED-Frau. Und andere haben sogar die Sitzung geleitet. Frau Özoguz, amtierende Sitzungsleiterin in dieser Debatte, und hat einen unglaublichen Ausfall einer SMP-Frau, den wir Ihnen gerne auch nochmal verlinken, Frau Breymeier, nicht gerügt, in der die AfD-Fraktion mit einer üblen Krankheit verglichen wurde. So viel zum Thema Menschenwürde, was uns immer vorgeworfen wird, Menschenwürdeverletzungen. Es machen genau die, die uns das immer vorwerfen, die ach so demokratischen und verfassungstragenden Parteien. Ganz üble Sache. Und Frau Özoguz hat es nicht gerügt. Das war die zweite Vizepräsidentin, die sich auf die Seite der dritten Frau Pau gestellt hat. Und dann hat es auch Herr Kubicki sich nicht nehmen lassen, eine ganz demagogische Ad hominem-Rede gegen die AfD zu halten und auch gegen unseren Redner. Ganz üble Sache. Und die hatten eigentlich alle gar keinen Grund, hier irgendwie Kadavergehorsam mit einer Kollegin zu üben, denn es ging ja gar nicht mal so sehr um die nicht neutrale Amtsführung der Frau Pau, das machen sowieso alle nicht inzwischen, sondern es ging einfach nur darum, dass sie rein formal nach der Geschäftsordnung nicht mehr hätte amtieren dürfen.
So sieht's aus in diesem, unserem ach so demokratischen Staat. Mal schauen, ob sich das 2025 dann im Bundestag ändert. Werden ja überall ausgegrenzt, die AfD, bei den Ausschussvorsitzenden, bei den stellvertretenden Ausschussvorsitzenden, bei den Stellvertretern der Bundestagspräsidiums, bei sehr wichtigen Kontrollgremien wie dem parlamentarischen Kontrollgremium und den Kontrollgremien der Geheimdienste, die auf diese Weise unkontrolliert durch uns aber wiederum kontrollieren und sogar, wer weiß, mit Agent Provocateur durchsetzen können. Dann immer noch Dezember eine andere Debatte zum Thema Parteiengesetz. Parteiengesetz ist nur nötig geworden, weil die anderen den Hals nicht vollkriegen können. Erstens haben sie mit über 700 Millionen eine faktische Parteifinanzierung, sie und nur sie, alle Altparteien, inklusive der nicht mehr existenten Linken, muss man sagen. 700 Millionen Stiftungsgeld, Parteifinanzierung, die AfD-Stiftung bekommt nichts. Das ist aber nur die informelle Parteifinanzierung. Im Dezember gab es eine Debatte zur offiziellen Parteienfinanzierung. 150 Millionen haben den anderen Kollegen da nicht gereicht. Und man wollte unbedingt 190 Millionen haben oder 180, so ungefähr die Größenordnung. Also nochmal viel draufsatteln. Die AfD hatte, das sage ich auch als Bundesvorstand, bereits die entsprechenden Mittel zur Zurückzahlung der zu viel erhaltenen Mittel bereits zurückgestellt in unserer Bilanz. Wir hätten das jederzeit zurückgezahlt, die anderen wollen das aber nun nicht. Das ist also, und es wurde auch genauso beschlossen mit den Stimmen aller anderen. Und dann kamen noch so dumme Sprüche von Frau Michalic von den Grünen. Wir wollen jetzt keine versteckte Parteienwerbung mehr. Ab sofort muss es einen Spendenausweis für versteckte Parteienwerbung geben. Und ich hätte sie am liebsten zurückgefragt, die Frau Michalic, die Kollegin, ob dann künftig die GEZ-Zwangsgebühr dann auch Ausweispflicht ist als verdeckte Zwangsspende an die Grünen, die sie alle leisten müssen. Das GEZ-Thema geht auch nicht weg, aber letzten Endes ist natürlich die GEZ-Zwangsgebühr eine faktische Zwangsgebühr, eine Parteienspende an die Altparteien, an fast alle Altparteien mit einem Schwerpunkt auf Rot und Grün, aber auch zum Teil auf die anderen, mit allen denen, die eben in den Rundfunkräten vertreten sind. Klammer auf, auch hier wird die AfD massiv diskriminiert. Es ist überall dasselbe, es wird Meinung gekauft, das ist bei der schreibenden Zunft genau das Gleiche, das ist bei ganz vielen NGOs dasselbe. Man kriegt den Hals nicht voll, man kann sich selbst mit einer Nachfrage aus natürlichen Marktnachfrage nicht mehr finanzieren. Und so wird halt immer mehr Geld benötigt. Schuldenbremse ist aufgehoben und auch hier zeigt sich, wie gut die Presse gekauft ist. Die Wirtschaftswoche, die ach so marktwirtschaftliche Wirtschaftswoche unter dem ach so marktwirtschaftlichen Menschen Horst von Butler, Chefredakteur, schreibt ernsthaft im Editorial in vor wenigen Wochen erst: Bei Schulden geht es nicht um Tugend, sondern um ihre Zweck, ihre Wirkung, um die Tragfähigkeit. Deshalb ist die deutsche Debatte um zu viel Schulden, in Klammer, das ist ein Verfassungsbruch, verquast. Das sind die Worte von Herrn von Butler. Eine verquaste Debatte um die Schuldenbremse. Die Transformation der Wirtschaft, was auch immer das sein soll, das ist die berüchtigte Transformation in Richtung woker, grüner, CO2-neutraler, CO2-freier, also eigentlich toter Welt und mit den Sustainability-Zielen der UN, all das steckt in diesem berüchtigten Wort Transformation. Und dann, man findet das toll seitens des Herrn von Butler und schreibt dann, es gibt kein seriöses Szenario, in dem nur private Investitionen diesen Jahrhundertumbau stemmen. Doch, Herr von Butler, wenn Sie die Geschichte der Marktwirtschaft und der Freiheit ernsthaft studiert haben, dann wüssten Sie, dass noch so große Summen von den Menschen und von der freien Marktwirtschaft gestemmt werden, wenn es denn einen Bedarf und eine Nachfrage danach gibt. Das sind Billionen problemlos hebbar. Nur es gibt diese natürliche Nachfrage nicht. Es gibt sie eben nur in einem planwirtschaftlichen Szenario von Weltsteuerern. Und das, Sie sind Teil. Sie verstecken sich hinter dem Label marktwirtschaftlich und sind Teil dieser Weltsteuerung, dieser Planwirtschaft. Und Herr Butler im Zitat weiter: Deutschland könnte problemlos 10% des BIPs oder 300 Milliarden pro Jahr wohlgemerkt auf den Schuldenberg draufpacken, um all die Investitionen zu finanzieren, die diesem Land so bitter fehlen. Also die so bitter fehlenden Investitionen in die CO2-Religion und in die Kriege dieser Welt und in die Wokeness. All das steckt in diesem gekauften Blatt inzwischen. Ich bitte Sie inständig, so werden Sie es immer noch nicht getan haben, kündigen Sie diese Blätter. Wir kommen später auch noch in einem anderen Klartext auch noch zu anderen Blättern, die auch dringend gekündigt werden müssen. Am Ende fällt einem der Mark Twain ein: Von nun an werde ich nur noch so viel ausgeben, wie ich einnehme. Und wenn ich mir dafür Geld borgen muss. Das ist genau die Methode. Und Mark Twain hat es natürlich satirisch gemeint, mit denen
hier inzwischen gearbeitet wird. Und die Union tut dann so, als ob sie das alles hässlich findet. Sie hat es erkannt. Sie hat in ihren Anträgen zum Haushalt 23 und zum Aussetzen der Schuldenbremse rückwirkend zum 1. Januar mit der Begründung Ahrtal, mit der vollkommen absurden Begründung und auch mit anderen absurden Begründungen, natürlich irgendwo in ihren Entschließungsantrag reingeschrieben, das ist Mist, das wollen wir nicht, wir sind dagegen und das scheint verfassungswidrig. Wir haben es dann zum Test getrieben. Die AfD hat nämlich wieder mal, wir machen das schon zum vierten Mal im vierten Jahr nacheinander, diese Aussetzung der Schuldenbremse zur namentlichen Abstimmung vorgelegt. Und hier, da können wir das auch nochmal einblenden, ist das recht eindeutige Ergebnis. Keine einzige Stimme der ach so laut quakenden und rechtsstaatlich quakenden Union hat für unseren Antrag gestimmt. Das war der ultimative Normenkontrollantrag gegen die Aussetzung der Schuldenbremse 2023. Wir werden das gleiche Spiel 2024 wahrscheinlich noch einmal haben. Das ist dann das fünfte Jahr in Folge. Und es kann einfach nicht sein, dass es immer wieder durchgeht. Und doch ist genau das der Fall. Denn leider, ich habe das schon oft erklärt, ich kläre es hier auch noch mal gerne, es kann keine individuellen Verfassungsklagen gegen diesen Vorgang geben. Es wird auch keine Organklagen gegen diesen Vorgang geben. Es gibt nur die sogenannte Normenkontrollklage, die abstrakte Normenkontrollklage, die nur eine Fraktion im Bundestag machen kann und auch nur dann, wenn sie 25% der Mitglieder stellt. Deshalb war diese Abstimmung so wichtig. Wir haben sie gemacht am 15.12.23 und Sie sehen ja das Ergebnis. Wir waren die Einzigen, die dafür gestimmt haben, alle anderen dagegen, obwohl die Union explizit, expressis verbis, sagte und sagt, ja, höchstwahrscheinlich ist das verfassungswidrig. Wir haben aber keinen Kläger, keinen Richter. Die einzigen Advokaten, die sich für sie einsetzen, sind wir. Man kann da wirklich nur sagen, das kann alles weg. Die Union muss massiv runter im Jahr 24, um diesen Ausblick zu wagen. Die FDP sollte in den Umfragen unter 5%, in ostdeutschen Ländern weit unter 5%, das wird auch geschehen. Die Linke müsste raus, die Grünen können unter 5% in ostdeutschen Ländern und die SPD wird nahe an 5% kommen in den ostdeutschen Ländern und im Bund nahe an die 10%, das sage ich voraus, wenn sie so weitermacht. Immerhin Sixt, ich bin nicht ganz sicher, ob es ein satirisches oder ein echtes Dokument hier ist. Wir sollten demnächst in diesem Wagen, diesem schönen Cabrio, mehr Sitze als die FDP haben. Das wäre zumindest mal ein Ziel für 2025. Und ja, was soll man sagen? Es gibt ja immer wieder schöne Bilder. Ich zeige Ihnen noch eins, habe ich auch schon mal gezeigt. Scholz, Kompetenz in Schrott. Das ist ein echter Wagen, ein echtes Foto. Man könnte aber auch statt Schrott sagen, wir sind auf dem Scholzweg. Deutschland ist auf dem Scholzweg, auf dem Holzweg. In diesem Sinne, wählen Sie die einzige Partei, die versucht, realistische Politik zu machen, die versucht, es auch nicht nur zu sagen, sondern auch zu tun, die Politik in ihrem Sinne macht, mit direkten Elementen. Derzeit haben Sie mit Sicherheit mit der blauen Wahl die beste Wahl getroffen. Das wird auch 24 so sein. Machen Sie Deutschland 2024 blau. Abonnieren Sie diesen Kanal und ich freue mich auf weitere Sendungen mit Ihnen für Sie in 2024. Ihr Peter Böhring.